Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview, heute mit Jörg Kundrat. Und tatsächlich, Jörg, ich glaube, du weißt es noch gar nicht, meine unternehmerische Karriere hat auch mit dem Thema Amazon FBA begonnen. Und dort gab es eine Firma, die sich Kawai nannte und war wirklich so der Polarstern der Szene. Jeder war so, irgendwann wollen wir auch so groß und erfolgreich wie Kawai sein. Und du warst, wenn ich mich recht erinnere, einer der Gründer davon, ne, und hast dieses Projekt sehr erfolgreich aufgebaut. Heute mit den Mindset Movers erfolgreich unterwegs. Und ich freue mich immens, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen und genau über diese zwei Projekte sprechen zu dürfen. Hi Robert, total schön, dass ich hier sein darf. Und ja, ich rede total gerne über Kawai, ich rede total gerne über Mindset Movers. Lass uns das machen. Lass uns mit Mindset Movers vielleicht anfangen, weil das ist ja sozusagen dein neuestes und aktuellstes Projekt. Ne? Willst du ein bisschen Hintergrund geben, wie es dazu gekommen ist, was die initiale Idee war, mit wem du dich da vielleicht auch zusammengetan hast und wer eure Kunden heutzutage sind, mit wem ihr da zusammenarbeitet? Total gern. Also, ich fange mal an, was ist eigentlich Mindset Movers? Mindset Movers, oder anders gesagt, wir bei Mindset Movers haben die Vision, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen sich mit irgendeiner Art von positiver Philosophie auseinandergesetzt haben. Also das kann sein, keine Ahnung, gewaltfreie Kommunikation, Mentaltraining, NLP, also alles, was so Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Und wir glauben, das wird passieren. Und bei 10 Millionen sagen wir einfach, okay, da ist die Welle gebrochen, dann ist es was sowas wie das Allgemeinwissen, dann geht es nicht mehr weg. Und jeder hat das sowas in seinem Leben. Und warum ist das so wichtig? Wir glauben, wenn du dich mit dir selber beschäftigst, dann bist du mehr im Reinen mit dir selbst, mit der Natur, mit anderen Menschen und hast einfach also dann ist ja die Welt ein besserer Ort und du bist einfach, führst einfach ein erfüllteres Leben. So, das ist die Vision, wo wir hinkommen, wo wir herkommen. Und wie sieht das Geschäftsmodell aus? Also du kannst dir Mindset Movers vorstellen wie ein Plattenlabel. Nur, dass wir halt keine Künstler und Bands signen und mit denen Konzerte und Alben aufnehmen, sondern wir haben die Vision, dass wir halt top Trainer in dem Bereich mit denen zusammenarbeiten. Und mit denen machen wir dann keine Alben, sondern wir machen halt mit denen Online-Trainings, Seminare und ja, vielleicht auch mal Bücher oder Keynotes, was halt letztendlich dabei rumkommt. Das ist so jetzt so im Grunde genommen das Geschäftsmodell. Cool. Und ihr habt das sozusagen dann als Kooperation oder als Partnerschaft ist das dann sozusagen? Ihr übernehmt dann den Bau und auch die Entwicklung der Online-Kurse oder wie kann ich mir das in der operativen Umsetzung vorstellen? Genau. Also es ist so, dass die Trainer für sich arbeiten prinzipiell. Also es werden keine Mindset-Movers Angestellten oder sowas. Ja. Aber und wir suchen halt Menschen oder Trainer, die halt richtig top sind in dem, was sie machen, aber keine Leidenschaft für Marketing und Vertrieb haben. Da sehen wir unsere Baustelle. Und wir sagen, okay, pass mal auf, du hast hier ein super gutes Inhalte und lass uns da was zusammen machen. Und wir unterstützen die dann, je nachdem, also wir stehen jetzt auch noch am Anfang, aber je nachdem, wo die dann sind, sagen wir, okay, wir machen ein Seminar, aber wir machen komplett das ganze Marketing und Vertrieb dafür. Jetzt mit Gerge haben wir dann auch Online-Trainings gemacht, wo dann auch unser Content-Team hilft, die Struktur zu schaffen und so weiter und so fort. Je nachdem, was der Trainer schon hat und welche Vorkenntnisse er hat, bringen wir halt letztendlich den anderen Baustein mit rein. Einfach gut, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute gerade, die eine immense Expertise über die Jahre aufgebaut haben, so Technik und Online-Marketing immer noch so ein Thema ist, wo die sehr weit weg sind, ne? Und das wäre ja schade sozusagen, wenn es daran an dieser Hürde auch irgendwie scheitert, ne? Und wenn ihr diese Lücke sozusagen schließt, das ist ja das Beste, was irgendwie passieren kann. Gibt es irgendwie Themenschwerpunkte der Trainer, mit denen ihr zusammenarbeitet? Im Prinzip sind wir da offen für alles, aber unsere Kunden sind eigentlich Firmenkunden, also wirklich im klassischen B2B. Und wir haben jetzt angefangen beispielsweise mit dem Thema Leadership, also wirklich Führungskräfteentwicklung. Das ist so das Erste, den externen, den wir mit dabei haben. Und ich bringe auch meine Expertise rein mit dem ganzen Thema Familienmensch, also wie kriege ich Beruf, Familie und mich selbst in Einklang. Und letztendlich möchten wir natürlich schon das immer auch den Unternehmen anbieten, weil das ist für uns natürlich dann spannend, wenn wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten und wir letztendlich den Kundenzugang haben, dann können wir halt auch in der Zukunft die unterschiedlichen Programme anbieten. Also du kannst es so vorstellen,
Warst du nicht auch mal in der Beratung? Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber im Grunde genommen, so wie viele Unternehmen halt auf McKinsey oder Boston Consulting zugehen, wenn sie irgendwie Strategiethemen haben, möchten wir halt, dass wenn Unternehmen sagen, okay, ich möchte meine Mitarbeiter weiterentwickeln, aber auf persönlicher Ebene, nicht jetzt zwangsläufig fachlicher Ebene, dann ist eben Mindset der erste Ansprechpartner, weil die Cool. letztendlich, da kann ich mich drauf verlassen, dass die halt top aufgestellt sind und dann meine Mitarbeiter auf unterschiedlichsten Hierarchiestufen entsprechend mit dem, was da wichtig ist, ja, begleiten können. Ja. Was sind da so die Herausforderungen? Man hat ja wahrscheinlich auf der einen Seite sozusagen, muss man an die Firmen rankommen, ne, und da wahrscheinlich sozusagen Akquise betreiben. Auf der anderen Seite braucht man, glaube ich, Trainer, mit denen es irgendwie passt, mit denen man zusammenarbeitet. Was würdest du sagen, sind da so die größten Herausforderungen bei dem Aufbau des Geschäftsmodells? Wirklich der größte Engpass, die größte Herausforderung ist der Verkaufszyklus, also der Sales Cycle Ah, letztendlich. Also, ja. wir haben ja schon eingangs gesprochen, ich komme aus der E-Commerce-Welt, habe Ja. Kawaii aufgebaut, war früher bei Amazon, bin es letztendlich gewohnt. Ich stelle was ins Schaufenster und es wird gekauft. Ja. Und jetzt ist es aber so auf Unternehmensseite und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann es natürlich sein, die haben schon ein Führungskräftetraining am Start oder es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, weil irgendeine Umstrukturierung im Unternehmen gibt oder die Budgets für das Jahr sind schon verteilt und da gibt es eine ganze Palette von Themen und da ist dann natürlich, reden wir dann halt über ein halbes Jahr oder mehrere Jahre bis zwischen ersten Anbahnungen und dass dann wirklich was passiert. Und das ist etwas, was ich zugegeben total unterschätzt habe und was wirklich die größte Herausforderung ist. Ja, stimmt, da gibt es auch, natürlich gibt es da so ein paar Möglichkeiten, um zu versuchen, die Sales-Zyklen ein bisschen runterzubekommen, aber selbst dann redet man immer noch gefühlt von Monaten. Und ich habe das Gefühl, auch bei uns, wenn man so über LinkedIn und Social Selling und so redet, dass man da auch den Leuten erstmal klar machen muss, was überhaupt ein Sales-Zyklus ist und dass das häufig etwas ist, gegen das man einfach nicht groß was machen kann, was man einfach im Hinterkopf behalten muss, ne, und sich darauf einstellen muss, dass es alles ein paar Tage länger dauert, ne. Absolut. Und vor allem, wenn du jemanden hast, der eigentlich Interesse daran hat, dein Produkt zu besuchen, aber er hat gesagt, okay, letztendlich die Entscheidung findet zum Beispiel bei HR statt, dann gibt es da halt einfach einen Time-Lag und dann ist es im HR, die diskutieren dann auch darüber und vielleicht muss es dann die Geschäftsleitung noch absegnen und. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen, wo es einfach darum geht, im Austausch zu bleiben. Und letztendlich ein Stück weit auch zu akzeptieren, dass das so ist. Hey, und das ist ja spannend, weil du wirklich von der E-Commerce-Welt, glaube ich, an der wahrscheinlich einer der schnelllebigsten Welten sozusagen kommst und dann darüber gegangen bist in eine, ja, ich würde sagen, etwas langsamere Welt sozusagen, zumindest was das Geschäft irgendwie angeht. Gab es da Momente, wo du darüber nachgedacht hast, hey, vielleicht mache ich mal wieder E-Commerce oder hast du das mit Kawaii für dich insgesamt irgendwie abgeschlossen? Nee, also das mit Kawaii ist definitiv abgeschlossen und Ja. E-Commerce. Also ich kann mir natürlich vorstellen, im Rahmen von Mindset Moments wie eine E-Commerce-Komponente zu haben, weil wir auch schon letztendlich eine ganze, das haben wir sogar schon vor 2 Jahren, glaube ich, aufgesetzt, eine ganze Produktpalette haben. Also wirklich von Spiel bis T-Shirts bis speziellen Notizbüchern, also was wirklich in dem Bereich total Sinn macht. Aber wir haben gesagt, okay, das ist jetzt aber nicht das Prio-1-Thema, weil das bedarf einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise, okay, weil du brauchst da, was weiß ich, vielleicht ein eigenes Lager und, je nachdem, wie wir das aufziehen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt nicht das Hauptthema, was wir jetzt als erstes lösen wollen. Aber ich glaube und bin überzeugt davon, in den nächsten, weiß es nicht, 5, 10, also 5 oder 10 Jahren oder irgendwann, wann auch immer, wann der richtige Zeitpunkt ist, wird das eine E-Commerce-Komponente im Rahmen von Cool. Mindset Moves geben. Ja, und man hat voll das Gefühl, Jörg, dass du mit dem Thema so angekommen bist. Also das ist irgendwie schön, weil häufig hat man das Gefühl, dass Leute auch so in, was weiß ich, vielleicht so 1, 2 Jahren denken und so lange kann ich mir das irgendwie vorstellen und so Sachen zu hören wie, was weiß ich, in 5 bis 10 Jahren kann ich mir Folgendes vorstellen, bis 2030 wollen wir sozusagen das erreichen. Ist voll der schöne Gedanke, ne? Ja, und es war halt auch ein Weg letztendlich. Ja. Also die Frage, okay, wie bist du da hingekommen? Also ich habe mich ja also
Der Auslöser war bei mir 2014, als ich eben zum ersten Mal Vater wurde und 3 Wochen danach an Krebs erkrankt bin, dass ich mich eben mehr mit mir selber beschäftigt habe und in den ganzen Jahren danach unheimlich viele Dinge im Bereich, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Und ich für mich gemerkt habe, wie viel mir das bringt. Und wie gut mir das tut und was ich dann für mich als Potenzial sehe und dann festgestellt habe, okay, ich möchte eigentlich in dem Bereich arbeiten. Und ich möchte das aber nicht nur jetzt als Coach machen, weil das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, so eins zu eins, nee, ich möchte das unternehmerisch machen und ich möchte da wirklich wirksam sein und das Ganze größer denken. Und deswegen ist es letztendlich schon ein Thema, was mich privat total interessiert, was mich persönlich unfassbar weitergebracht hat und wo ich dankbar bin und ich den Wunsch habe, okay, ich möchte da letztendlich auch Anbieter sein von solchen Themen für die Menschen, die da offen sind und die da Lust drauf haben. Ja, und das muss ich auch ein großes Kompliment dir aussprechen. Immer wenn ich Beiträge auf LinkedIn von dir sehe oder so, habe ich dich sehr auch sozusagen als Familienmensch sozusagen abgespeichert. Immer ein paar Kniffe sozusagen dabei, die man als Vater sozusagen diese Balance irgendwie hinbekommen kannst. Kannst du da so ein bisschen deine Erfahrung teilen und vielleicht auch das, was dir geholfen hat, diese Balance irgendwie hinzubekommen? Weil ich kann mir vorstellen, da gibt es wahnsinnig viele Väter da draußen, die genau damit strugglen und noch nicht vielleicht den Weg gefunden haben, um das richtig gut hinzubekommen für sich. Na. Gerne. Also was ich festgestellt habe, das, was du hast es ja auch gesagt, hab, okay, Menschen haben so Ziele, so Absichten, ja, vielleicht für die kommenden Jahre. Und was ich halt festgestellt habe, dass wir das vor allem auf beruflicher Ebene haben. Also da ist uns ganz oft ganz, haben wir ganz konkret, was wir wollen, was wir dieses Jahr erreichen wollen, wie viel Umsatz wir machen wollen, wie viele Kunden und so weiter. Vielleicht haben wir auch einen Plan, was in 5 Jahren, in 7 Jahren, in 10 Jahren erreichen wollen. Das geht. Spreche ich jetzt aber mit den Menschen, okay, was willst du eigentlich persönlich erreichen? Und jetzt nicht nur im nächsten Jahr, dann, das haben die mal viele Leute noch und sagen, okay, ich würde gerne 5 Kilo abnehmen, mehr Sport machen oder so. Das funktioniert vielleicht. Aber so wirklich eine persönliche Vision von sich selbst zu haben, haben die allerwenigsten. Also so wirklich, was soll eigentlich am Ende des Tages von mir übrig bleiben? Was sollen meine Kinder, meine Enkelkinder mal von mir erzählen? Und sich da mal drauf einzulassen auf das Thema ist unfassbar wichtig, weil du dann halt im Alltag klar hast, wie du dich ausrichten willst. Weil das Problem ist ja, im Alltag ist alles gefühlt so laut und dringend und wichtig. Aber du vergisst halt immer, wenn du zu irgendwas Ja sagst, dass du automatisch Nein zu was anderem sagst. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, zu der Einladung von deiner Cousine gehst, aber mit deiner Cousine hast du eigentlich gar keinen Kontakt, du denkst aber, ha, ich muss doch dahin, dann sagst du ja vielleicht zu der Party, wo du eigentlich gar nicht so willst, aber sagst halt automatisch Nein zu dir oder zur Zeit mit deiner Familie oder wie auch immer. Und wenn du klar hast, okay, worauf will ich mich eigentlich langfristig persönlich ausrichten, dann hast du viel klarer, wozu sage ich Ja und wozu sage ich Nein. Und das ist das, was ich allen mitgeben möchte, dass man im ersten Schritt erstmal sich darüber, dass man darüber erstmal wach wird. Gibt es da ein Gap? Ich stelle mir das immer so vor, wenn man sozusagen so eine Vision oder so für sich erstellt, dass häufig, also wäre zumindest meine Vermutung, dass viele Leute so ein Gap aufmachen im Sinne von, was sie alles noch erreichen wollen, ne? Und dann sozusagen vielleicht auch so eine gewisse irgendwie Unzufriedenheit entsteht, weil man vielleicht noch nicht da ist, wo man hin will. Oder siehst du das anders? Entstehen da eigentlich Sachen, die gar nicht so weit weg sind von dem, was man heute hat? Ja, also meine Erfahrung ist, dass es total reduziert wird. Also, dass die Menschen eigentlich sagen, okay, eigentlich möchte ich tolle Beziehungen in meinem Leben haben, zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinen Kindern. Also wirklich stabile Beziehungen, so dass meine Kinder, wenn die älter sind und vielleicht selber Eltern sind, dass sie noch gerne mich anrufen Cool. und also weißt du, einfach Ja. und dass wir gerne auch mal diskutieren und vielleicht auch einen Konflikt haben, aber dass wir den auch ausräumen können. Also wirklich stabile Beziehungen ist voll das Thema. Also geht dann wirklich gar nicht so um materialistische Dinge und oh, ich will das Voll erreichen schön. und ich will 100 Länder bereisen oder sowas. Das ist alles so nice to have. Aber wirklich am Ende des Tages ist es wirklich so der Kern. Ich möchte stabile Beziehungen haben in der Familie, mit Freunden, mit denen vielleicht coole Erlebnisse machen und sowas, wo man dann gerne zurückschaut und die Leute sagen, ja, am Ende des Tages
Ob ich da jetzt ein bisschen mehr oder weniger Umsatz gemacht habe, das ist wahrscheinlich gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Voll wenn Leute sagen, verrückt, ne? Weil man von der Gesellschaft irgendwie, oder ich weiß nicht mal, wer einen da drauf primet, auf dieses höher, schneller, weiter. Aber das ist ja ganz tief irgendwie in unserer DNA drin oder auch von außen. Aber wenn du sagst, was du auch sagst, wenn man sich dann wirklich mal hinsetzt und überlegt, was ist einem wirklich wichtig im Leben, dann ist wahrscheinlich genau das, ne? Gute Beziehungen im Alltag irgendwie zu haben, Spaß an der Sache zu haben und irgendwie vielleicht noch coole Sachen zusammen zu erleben. Aber der Job taucht da häufig ja, weniger auf, ne? ja, und das eine schließt das andere nicht aus. Also das ist halt total wichtig. Also ich bin ja auch ambitioniert. Ich möchte ja auch Dinge erreichen und so weiter. Aber wichtig ist halt immer, dass ich das nicht mache auf Kosten der Beziehungen. Also Ja, dass ich mir halt verstehe. immer fragen muss, okay, jetzt scheiße, I'm sorry, aber Mist, die Beziehungen leiden darunter. Ist es das wirklich wert? Oder sage ich, okay, hey, das Fundament, ich sag mal, die Beziehungen, die dürfen stabil sein und ich darf klar sein, wie ich das organisieren will und ziehe dann halt auch meine Grenzen und sage, okay, ich arbeite jetzt halt nur 40 oder 50 Stunden oder ich arbeite am Wochenende nicht und wenn das dann nicht funktioniert beruflich, dann darf ich mir eher fragen, okay, was kann ich beruflich ändern? Sage ich dazu häufig ja oder sage ich dann auch mal, je nachdem, wenn ich selbstständig bin, zu Möglichkeiten ja, was vielleicht nur eine 7 ist oder eine 8. Und ich muss mich konzentrieren nur auf die 9er und die 10er Opportunities oder Möglichkeiten. Also das ist dann eher so eine Sache, wie ich dann da rangehen darf. Weil es ist natürlich beides möglich. Du kannst erfolgreich sein im Job und gleichzeitig tolle Beziehungen haben. Also das eine Stimmt, schließt das das andere. beißt sich nicht. Ich glaube, es Das ist halt immer, beißt. wie du gesagt hast, genau, wenn du sozusagen Tiefpunkte hast oder so, ne, oder es mal nicht so läuft, wie du dir das irgendwie vorstellst, dass dann natürlich Auswirkungen darauf haben kann, ne? Genau. Nochmal als Ergänzung dazu. Häufig ist es halt wirklich so, dass wir sagen, hey, wenn ich jetzt hier den Umsatz erreicht habe oder wenn ich das Projekt abgeschlossen habe oder wenn ich die Beförderung bekommen habe, wenn ich mir immer so eine Karotte vorhalte, ja, und sage, okay, wenn ich das erreicht habe, dann nehme ich mir mehr Zeit für mich oder meine Familie. Und das ist halt einfach Ja, ist ein Trugschluss, total oder? Quatsch. Das ist ein Trugschluss, da belüge ich mich selber und darum geht es halt, dass man sich nicht so irgendwelche Karotten vorhält, die dann einfach nicht passen, weil da belügt man sich, da belügt man seine Familie, seine Freunde. Sagen, nee, das muss einfach gleichzeitig laufen. Also alle Lebensbereiche gleichzeitig im Blick haben. Genau. Und du hast es ja schon gesagt, du bist ja auch jemand, der ambitioniert ist, ne, in gewissen Dimensionen und Bereichen. Hast du Wege für dich gefunden? Und das ist etwas, was ich auch irgendwie gerade in den letzten 2 Jahren irgendwie auch beobachtet habe. Die Jahre davor gab es irgendwie nur eine Richtung. Ne? Ich glaube, in den letzten 2 Jahren hat man doch gemerkt, dass ein bisschen mehr ruckelt als sonst. Ne? Und dass es doch einen irgendwie, keine Ahnung, nachts oder so wach liegen lässt, ne, und auch im Alltag und so beschäftigt. Hast du Wege für dich gefunden, wenn es irgendwie unternehmerisch nicht so nach den eigenen Vorstellungen läuft oder so, damit entspannter irgendwie umzugehen? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks gefunden? Ist es dadurch, dass man diese Balance hat, dass man immer auf gute Beziehungen irgendwie zurückfallen kann? Oder hast du da noch andere Wege gefunden? Für mich ist ein Schlüssel, ich weiß nicht, ob sich das jetzt abgedroschen anhört, aber letztendlich die Dankbarkeit. Also ich glaube, in unserem Leben gibt es immer Dinge, die besser werden dürfen, an denen wir arbeiten dürfen, egal ob persönlicher Natur oder auch beruflicher Natur. Und wir sind wirklich stark darin, ich sag mal, die 5 Dinge, die besser werden dürfen, Umsatz oder Kunden oder wie auch immer, die voll ins Schaufenster zu stellen. Und alles andere wird dann so vernachlässigt. Und ich glaube, halt für die 5 Dinge, die halt wirklich besser werden dürfen, gibt es hunderte oder tausend Dinge, die halt richtig, richtig gut sind im Leben. Und wichtig ist, dass man halt beides so ein bisschen im Blick hat. Und deswegen Dankbarkeit ist für mich der Schlüssel. Und auch mit Kawaii lief es nicht immer gut. Und ich habe echt auch gesundheitliche Herausforderungen immer wieder. Ich habe es ja gesagt, Krebs und ich habe ein paar chronische Erkrankungen. Und da ist halt immer wichtig, aus meiner Sicht zu sagen, okay, hey, was ist eigentlich wirklich richtig geil im Leben? Und dann sagt man, okay, hey, ich bin gesund zum Beispiel oder ich habe 3 gesunde Kinder oder ich lebe hier in Deutschland und das Wetter ist gerade geil. Und also wirklich sich immer auf die Sachen zu besinnen, die man hat und die man erreicht hat. Und letztendlich ich nenne es immer so, aus dem Gefühl der Fülle heraus, die Herausforderungen anzugehen. Also Cool. das meine ich. Also wirklich zu sagen, okay, hey, mir geht's gut und
aus dem State, aus der Haltung heraus gehe ich jetzt die 5 Themen an. Das ist so das eine, was für mich immer total zentral ist. Und dann sind so ein paar Routinen, die dann auch noch mit reinspielen, um das letztendlich zu fördern. Das mit dem Schaufenster gefällt mir auch gut, weil ich habe das wirklich das Gefühl, dass es so Kennzahlen gibt oder so, keine Ahnung, so was wie Umsatz oder so, wo man wirklich so sich so drauf fokussiert, na, und wirklich so alles andere in den Schatten stellt. Aber wenn man es wirklich in den Kontext packt, wie du selbst sagst, gibt es wahrscheinlich tausend Sachen, die irgendwie perfekt sind und gut laufen, na, aber trotzdem sozusagen dieses Gewicht, wenn man sich auch nicht darauf fokussiert, dass es dann einen wirklich einnehmen kann, na, und ich glaube auch vielen Leuten so geht, na. Ja, und das ist halt echt schade, finde ich, weil das ist dann wirklich so krass einnehmend. Und das ist dann, wenn man da mal einen Schritt wirklich von oben drauf schaut und einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, ist das wirklich wert, dass ich mich da jetzt so stress? Weil am Ende des Ja, Tages, Robert, haben wir die Antwort, ja. du und ich und mit Sicherheit alle, die jetzt hier zuhören, die sind gut ausgebildet. Und was ist der Worst Case? Also der Worst Case ist, okay, dann schließe ich halt den Laden ab und suche mir einen Job und ich weiß, ich werde einen finden. Also wenn es darum geht, also wenn wir wirklich wieder sagen, okay, was ist eigentlich so das, was am Ende übrig bleiben soll, okay, das sind die Beziehungen und so weiter, dann kann ich dann mit viel weniger das erreichen. Und am Ende des Tages werde ich sagen, okay, ich habe Dinge ausprobiert, ich habe sie angeschoben und vieles davon hat nicht funktioniert. Und bin ich deswegen ein schlechter Mensch oder ein schlechter Vater oder Opa? Nein, nee, bin ich nicht. Das ist halt das Leben. Und ganz ehrlich, wenn alles im Leben funktioniert, das passt ja nicht. Dann bedeutet das letztendlich, ich habe nicht genug Dinge ausprobiert. Und ich sag mal, das Scheitern gehört ja letztendlich dazu. Das heißt ja immer so schön, entweder gewinne ich oder ich lerne. Und das ist es halt. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist auch ein schöner Ansatz, dieses, dass man einfach dann nicht genug ausprobiert hat, ne, dass es einfach Teil des Lebens ist. Und es wird sich auch gerade jetzt die Tage wieder in die Nähe von Familie hier in Deutschland gezogen und auch da zu merken, ja, was wirklich wichtig ist irgendwie, ne? Und wie banal das, was man im Alltag hat und wo man sich mit seiner Arbeit beschäftigt, wie irrelevant das auch gegenüber Familie gefühlt ist, ne? Wie das keinen irgendwie groß interessiert, was man da jeden Tag vor dem Computer macht, ne? Das hat einen sehr geerdet. Das war sehr schön zu sehen. Stell dir mal vor, Robert, so war es ja bei mir mit der Krebsdiagnose, aber stell dir mal vor, du kriegst jetzt eine Diagnose oder deine Mutter oder wer auch immer in deinem näheren Umfeld kriegt einfach so eine lebensverändernde Diagnose. Und du veränderst komplett von einer Sekunde auf die andere dein Leben. Und Dinge, von denen du geglaubt hast, okay, die sind nicht möglich und die sind jetzt gerade super wichtig, rücken auf einmal in den Hintergrund. Und du ordnest dein Leben total neu. Und das meine ich, also es sind immer so Wake-up-Calls. Und ich wünsche mir halt eigentlich, dass Menschen nicht auf den Wake-up-Call warten, sondern die Veränderung angehen, während sie eigentlich so wirklich stabil im Leben stehen. Und nicht so, sollte ich vielleicht den Job wechseln oder sollte ich das jetzt machen hier in meiner Selbstständigkeit? Sollte ich das Risiko eingehen? Und ich sage halt immer, hey, nee, also warte nicht darauf, bis es knallt, sondern mach's jetzt. Und Und das ist, ja, das habe ich auch das Gefühl und das ist schön, dass du diese Erinnerung sozusagen hast. Ich hatte gerade Johannes von Scaling Champions im Interview. Ich weiß nicht, ob du über den mal gestolpert bist und dem ist genau das Gleiche passiert. Ne? Ich glaube, mit 25 oder so hat er, glaube ich, auch die Krebsdiagnose bekommen. Ne? Und er meinte, heute war es eins der wertvollsten Geschenke, so sieht er es, weil er es halt nicht mit Mitte 50 bekommen hat und dann irgendwie im Büro umgekippt ist, sondern sehr früh sozusagen dieses Wachrütteln bekommen hat. Und das, was du auch gesagt hast, ich habe immer die Sorge, und ich glaube, da kann ich mir genauso an die Nase fassen, ne? Dass man erst irgendwie radikal was verändert, wenn so eine Diagnose kommt. Und das ist eigentlich schade, weil, wie du sagst, ne, dass man eigentlich sich regelmäßig diese Notwendigkeit eigentlich klar machen sollte, hey, läuft das alles gerade so, dass das mir gut geht oder verbiege ich mich hier irgendwie komplett? Du kannst ja heute, und das muss man dir ja wirklich hoch anrechnen, sehr offen über das Thema sprechen, ne, so was ich aus dem Interview raushöre. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt und was waren die äußeren Umstände? Konnte ein Arzt dann sagen, was der Grund dafür war, ob der dazu geführt hat oder wie passiert sowas? Also jetzt auch die Krebsdiagnose, also das war letztendlich ein Hodenkrebs, quasi für einen Mann die beste Form des Krebses, wenn man sich einen raussucht. Wie alt war ich da? Ich war 31 war ich da. Hat Krawall gemacht, lief alles richtig cool.
damals. Meine Tochter kam auf die Welt und 3 Wochen danach die Diagnose. Und ich habe das auch nur zufällig mitbekommen, weil ich mich abgetastet habe und habe gar keine Schmerzen gehabt, null, gar nichts. Und ich habe gedacht, ah, es wird schon wieder weggehen. Ich wollte jetzt auch gar nicht zum Arzt gehen. Und dachte, nee, nach einer Woche ist immer noch da, komm, gehst halt mal das checken. Und dann ging es halt relativ schnell und sage, ja, du musst operiert werden. Also ich hatte Glück, dass das alles dann relativ früh festgestellt wurde. Und aber woher Krebs oder der Krebs kam, ist natürlich ja, Nachvollziehbar nicht irgendwie. Ja, klar. ja. Und ich glaube, also ich bin davon der überzeugt, dass alles im Leben trotzdem einen Ursprung hat. Also dass es irgendwie psychosomatisch ist. Vielleicht habe ich da irgendein Thema damit und das hat sich dann in meinem Körper festgesetzt. Ich weiß es nicht ganz genau. Also habe ich auch schon viele Dinge dazu gemacht. So richtig klar ist mir das noch nicht, sodass ich da eine Antwort geben kann. Genau. Aber es war am Ende für dich der Schuss vor den Bug sozusagen und alles, was du zu dem Zeitpunkt getan hast, auch ein Stück weit zu hinterfragen. Ja, und ich habe schon, seit ich 18 bin, so ein paar chronische Erkrankungen an Leber und am Darm und so. Und das hat schon ein bisschen was verändert. Also es hat mir schon so ein bisschen Risikofreudigkeit gegeben, sodass ich gesagt habe, boah, ich investiere 50.000 Euro in Kawaii und so. Und wenn es weg ist, ist es halt weg. Aber ich habe es halt gemacht und so. Das hat mir schon so ein bisschen was gegeben. Aber so nochmal wirklich intensivst damit auseinanderzusetzen, war wirklich dann die Krebsdiagnose, weil halt auch in der Verbindung mit der Geburt meiner Tochter. Weil vorher ist man halt letztendlich nur für sich verantwortlich. Und jetzt habe ich gesagt, boah, ich will auf jeden Fall mindestens die nächsten 18 Jahre da sein. Und was muss ich dafür tun? Und da ging es dann nochmal dann wirklich intensiv rein in das ganze Thema. Und ich hatte halt so einen Wake-up-Call und ich will halt einfach, dass die Menschen neugierig sind und nicht darauf warten. Genau. Ja, das ist so schön, weil ich habe auch das zu Johannes sozusagen gesagt, dass er gefühlt irgendwie mit der Botschaft, und die ist ähnlich wie deine, viel mehr Menschen erreichen muss, weil ich habe das Gefühl, so viele Leute kriegen dann irgendwann sozusagen die Quittung, wenn sie 10, 20 Jahre oder so gestresst sozusagen arbeiten. Und das ist so schade und sich genau das, was du auch gesagt hast, dieser Vision gar nicht bewusst sind, was sie eigentlich im Leben haben wollen und worauf sie auch irgendwie zurückblicken wollen. Und das ist nochmal eine coole Erinnerung daran. Ne? Total. Und also auch nicht, also ich war damals nicht gestresst. Also ich hatte ein echt schönes Leben. Kawaii lief nebenher, das war alles so ein Online-Business, war alles easy. Ich Verrückt. war nicht gestresst und das Ja, trotzdem krass. kann es einen erreichen. Und da ist es halt dann wichtig, sich klar zu werden, okay, wofür bin ich eigentlich so auf der Welt? Was ist so mein Ding? Was möchte ich so erreichen? Und ich glaube, dann kannst du halt noch viel mehr das Leben so genießen und machst halt einfach viel mehr die Dinge, die auf deiner Agenda stehen und nicht unbedingt auf anderer Menschens Agenda. Ja, also das ist so, ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, da werden alle Arbeitskollegen zur Hochzeit eingeladen und zum Geburtstag. Und wenn ich mit meinem Bekannten spreche, dann sagt er, boah, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich muss ja dahin. Und dann sage ich mir, nee. Also das sind so viele Tage und Abende im Leben. Warum denn? Warum muss ich da hin? Dann sage ich, hey, und man kann auch wirklich wertschätzend Nein sagen. Und ohne dass die andere Person da eingeschnappt ist. Und darum geht es letztendlich. Das ist wirklich gut, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, dass man heute hat man immer noch das Gefühl, so irgendwie verpflichtet zu sein gegenüber anderen Leuten oder so. Und das ist auch etwas, was ich in Spanien irgendwie so ein Stück weit sehr im positiven Sinne irgendwie genossen habe, weil ich habe das Gefühl, wir waren so abseits vom Schuss, ne? Dass es kaum jemanden gab, der uns zu irgendwas einladen konnte oder wir auch uns kaum mit jemandem treffen konnten. Und dass das so gut getan hat, ne? Weil man gemerkt hat, dass man diese Ruhe auch irgendwie aushalten kann, dass man zu zweit sozusagen gut zurechtkommt, happy ist und dass man jetzt auch irgendwie jetzt das gleiche in Deutschland auch reproduziert habe und gesagt habe, hey, wir wohnen irgendwie erstmal eine Stunde weg von Hamburg, ne? Und wenn man dann reinfährt, freut man sich umso mehr, mit den Leuten sich zu treffen, aber man hat nicht mehr dieses so ganz kurzfristige, ne? Dass du nur 10 Minuten entfernt bist und ich genieße das irgendwie komplett. Kann ich total nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Und wichtig ist halt, dass man auch so die Haltung dazu behält, okay, was ist mir wichtig? Und selbst wenn du jetzt in Hamburg leben würdest, dass du sagst, okay, auch wenn mich jemand einlädt und sagt, hey, wollen wir uns in 10 Minuten treffen, dann sage ich, dass das auch völlig okay ist, zu sagen, nee, möchte ich nicht. Ich habe hier
Ich möchte jetzt, was weiß ich, joggen gehen, ganz alleine Ja. oder mit meiner Frau, Freundin Zeit verbringen. Und es ist wirklich kein Nein zu dir, sondern Ja zu mir, weil uns das total wichtig ist, der Abend. Also, dass man sich auch wirklich abgrenzen kann, wenn man im Trubel steckt. Ja, das ist so witzig, weil ich habe das Gefühl, von Timothy Ferris habe ich das irgendwie so damals ein bisschen mitgenommen mit diesem Nein sagen lernen, ne? Dass das irgendwie sowas ist, was mir auch so viele Jahre so schwer gefallen ist. Aber dass, wenn man so irgendwann den Mut zusammengenommen hat, und das ist ja auch genau das, was du irgendwie sagst, dass es das Leben so ein Stück weit leichter macht, ne? Und das ja nichts Persönliches ist, sondern mit dem Ja zu mir finde ich eine coole Idee von dir, dass das ja ein ganz anderer Frame ist, ne? Total. Und also ich habe in den ganzen Jahren, seit ich das praktiziere, nie Ablehnung erfahren, sondern im Cool. Gegenteil Wertschätzung, weil, sind wir mal ehrlich, allen Menschen geht es so. Und Ja. wir Menschen kennen das, dass wir Ja zu Dingen sagen, wo wir eigentlich Nein meinen. Und wenn du einfach das wirklich framest und wirklich sagst, pass mal auf, das ist nicht gegen dich, sondern das ist ein Ja zu mir, dann haben die Leute wirklich voll das Verständnis und sagen, hey, voll die gute Entscheidung. Darf ich mir den Text von dir kopieren? Also wenn ich das beispielsweise auf LinkedIn schreibe, oder dann können die Leute da wirklich damit resonieren, und darum geht es letztendlich. Oder auch, ich bin ja auch sehr, sehr konsequent, was es da die Handynutzung angeht, dass ich die Abend das Handy einfach um 17:30 halt in Flugmodus lege und zur Seite lege, und Menschen, die mich nicht erreichen, denen erkläre ich das dann am nächsten Tag, und dann sagen die, hey, voll gut, sollte ich auch mal machen. Also das ist eigentlich das, Stimmt, was ja. Man dann erfährt, und genau. Ja, das ist wirklich, ja, stimmt. Ich glaube, ja, dass, wenn die Leute das dann selbst erleben, merken die dann auch so, ja, das ist ja irgendwie das, was ich mir, wonach ich mich auch sehne und heute irgendwie noch nicht in meinem Alltag hinbekomme, ne? Ja. Ja, und wichtig ist es wirklich kein Egoismus. Also, das ist Ja. nicht darum, dass man nur so ich konzentriert ist, sondern ich denke halt immer, oder ich bin überzeugt, dass es halt total wichtig ist, dass du halt schaust, dass du selber halt in deiner Kraft bist, dass du die Dinge machst, die dir wichtig sind, weil dann hast du auch automatisch mehr Energie, anderen zu dienen. Also egal, sei es Familie, sei es Freunde, sei es Bekannte, was auch immer du machen willst. Aber wichtig ist halt, dass du vorher ja, voll in deiner Energie steckst. Und sag mal, mit Kawaii, was jetzt so durchklingen lassen kann, hörte sich das ja wirklich nach einer tollen und großartigen Zeit an und einer coolen Erfolgsgeschichte. War das eigentlich dein erstes unternehmerisches Projekt? So wie ich das verstanden hatte, hast du vorher bei Amazon gearbeitet, richtig? Genau. Na? Und dann ist es daraus entstanden. Erzähl mal ein bisschen was da aus der Zeit. Gerne, gerne. Also Kawaii habe ich mit meinem Studienfreund und mit einem meiner besten Freunde Kai gegründet, und wir haben zusammen schon studiert in Passau. Also ich habe Ja. BWL studiert, er VWL, und wir hatten schon immer die Idee und haben gesagt, okay, wir machen mal was zusammen. Lass uns mal was machen. Und wir haben schon während dem Studium, ganz am Ende, während dem Diplomarbeit schreiben, immer überlegt, okay, was könnten wir machen, und vieles durchgesponnen. Aber so die richtige zündende Idee kam noch nicht. Wir haben gesagt, okay, wir machen da weiter. Und dann sind wir beide nach München und beide zu Amazon in unterschiedlichen Bereichen. Waren beide bei Amazon, haben in der Nähe auch noch gewohnt in München, sind dann noch mit dem Fahrrad zusammengefahren und haben immer weiter überlegt, was könnten wir denn machen. Und wir haben natürlich mitbekommen, wie erfolgreich manche Händler auf Amazon sind. Weil Kai hat Händler betreut und ich war im strategischen Einkauf eher angesiedelt. Und wir haben gesehen, wie erfolgreich da Händler sind, obwohl die es echt nicht gut machen. Und wir wussten eigentlich, okay, wie Amazon so funktioniert. Und dann kam eben das erste iPad raus. Das habe ich mir mitbringen lassen von einem Bekannten aus den USA. In Deutschland gab es das noch nicht. Dann hatte ich das in der Hand. Da habe ich gemerkt, boah, das ist voll rutschig. Und haben wir gesagt, okay, Menschen haben schon bei den iPhones, bei den Smartphones, Hüllen. Die Leute werden sich auch für die iPads Hüllen kaufen. Und das wird was Großes sein. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht ist es die Chance, auf die wir gewartet haben. Und dann haben wir wirklich so ganz klassisch über Alibaba und so weiter irgend so eine günstige Hülle mal gesourced und mal den ganzen Prozess durchgespielt. Was bedeutet das für den Import? Wer macht das? Wer macht Produktfotos? Wer macht das Ganze? Ja, das Ganze halt, also wirklich von A bis Z. Und dann haben wir die wirklich günstige Hülle, wo wir einen Markennamen mit Arial, also das Word, hinten drauf drucken lassen haben. Haben wir auf Platz 1 gebracht bei dem Suchbegriff iPad-Hülle. Und dann dachten wir, okay, wenn wir es jetzt mit dem günstigen Hülle schaffen, dann können wir das auch richtig machen. Und dann haben wir bei Amazon gekündigt, sind dann nach Hongkong und China geflogen, weil da eben die
die ganze Industrie ist, für die ganze Zulieferer und haben gesagt, jetzt suchen wir richtige Lieferanten und machen das richtig. Und dann haben wir eben wirklich so mit Hüllen angefangen, das aufzubauen. Und dadurch, dass wir halt wussten, wie Amazon funktioniert, was die Kunden schätzen, wussten wir halt, worauf wir achten mussten, dass wir einfach Top-Bilder haben, Top-Beschreibung und so weiter. Und dann hat es halt auch echt von Tag 1 funktioniert. Und ihr wart früh dran, ne? Wann war das, als ihr sozusagen rübergeflogen seid? Genau, also wir haben, glaube ich, 2010 den Piloten gestartet. Da haben wir noch bei Amazon gearbeitet. Ja. Morgens und abends haben wir dann jeweils so eine Stunde gemacht für unser eigenes Projekt. Und 2011 haben wir dann offiziell das gemacht. Und das ging halt los. Damals ging dann irgendwie Amazon FBA, ging es los. Und wir haben damals das Buch gelesen, oder schon vorher, Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin. Geil. Kennst wahrscheinlich auch. Klar. Und das Thema Logistik war für uns nur noch die fehlende Komponente. Und wir wussten, okay, Amazon bringt FBA raus. Also quasi, dass sie es selber für einen verschicken. Also und wir haben gesagt, okay, damit wird eine total wichtige Komponente uns abgenommen, eine total schwierige Komponente uns abgenommen. Und wir wussten, okay, die Kunden bei Amazon vertrauen auch dem Amazon-Lieferdienst. Also die wussten einfach, da habe ich es am nächsten oder übernächsten Tag. Und das konntest du als Händler nicht so gut nachbilden. Da haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch von China direkt ins Amazon-Lager die Sachen schicken. Ja. Und damit waren wir absolut in Deutschland die Ersten. Und deswegen halt auch immer oft so, ich sage es gern so die Posterboys. Ja. Im OMR-Podcast war ich und auf, was weiß ich, Kassenzone und auf den Bühnen und so weiter. Und wir haben natürlich auch den Markt ein Stück weit, also da ganz viel da reingezogen. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben hier, der Johannes von Snox hat das gelesen dann geil. Also die Ideen, also ich hatte zum Beispiel, hatten wir auch die Ideen, Unterwäsche und Socken zu machen. Also Jahre vor Snox und, also wer es kennt, Snox ist super bekannt im E-Commerce-Bereich, hatten wir die Idee und haben gesagt, okay, aber irgendwas fehlt uns da so, dass wir das machen. Also wir haben das gesehen als Möglichkeit und wussten, das ist geil, aber wir hatten irgendwie nicht die Leidenschaft, Socken und Unterwäsche zu machen. Und sind halt dann bei dem geblieben, was wir konnten. Und es war eine total coole Zeit. Wir haben damals schon gesagt, hey, in den jungen Jahren, dass wir so nach China und Hongkong fliegen dürfen und dass die ganzen Erfahrungen machen dürfen, das wird uns nie mehr jemand nehmen können. Und das war einfach total, schöne Reise. Da hinten raus wurde es dann schwieriger, aber sowas richtig, richtig cool. Ja, voll gut. Auf wie viele Mitarbeiter seid ihr dann irgendwann gewachsen? Ach du, wir waren gar nicht so viel. Ich glaube, mit Werkstudenten und Teilzeitkräften waren wir dann 12 Leute. Krass, ja. Weil also das ist ja irgendwann sozusagen vom Umsatz, ist das ja ganz schöne Dimension geworden wahrscheinlich, oder? Bei dem Produktportfolio, was ihr hattet. Ja, also fairerweise, also unser bester Umsatz im Jahr waren 3,6 Millionen Euro Umsatz. Ja. Fairerweise haben wir das nie so groß gemacht, wie wir es hätten machen können. Also auch damals schon. Das hätte man wahrscheinlich deutlich weiter treiben können, ne? Ja. Total. Also wie gesagt, also wir hatten halt, warum haben wir Kawaii gegründet? Damals haben wir gesagt, wir wollen orts- und zeitunabhängig arbeiten und da konnten wir relativ schnell einen Haken dran machen. Wir hatten aber nie eine große Vision. Und es gibt da auch Unternehmen jetzt in dem Bereich, die haben einfach das, was wir gemacht haben, einfach groß gemacht, über alle Produktpaletten hinweg. Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen nicht mehr nach China, uns reichen die zweimal im Jahr. Und ich habe ja 3 Kinder und Kai hat 2 Kinder und damals in der Zeit bekommen und wir haben gesagt, nee, wir wollen das so machen, dass es halt auch mit der Familie gut funktioniert. Ja. Und deswegen haben wir das gar nie so groß gemacht, wie wir es hätten groß machen können. Und ja, genau, das ist halt dazu gekommen. Also es gibt ja auch Unternehmen, die mit uns angefangen haben, die haben 50, 100 Millionen Euro Umsatz dann gemacht, einfach weil sie dann einfach total eskaliert haben und da wirklich viel Zeit und so rein investiert haben. Und das war halt einfach nicht unser Weg. Und gibt es Kawaii heute noch? Also als Marke gibt es es noch. Ja. Also wir haben damals dann 2019 Kawaii verkauft an ein schwedisches Unternehmen. Und die haben dann aber irgendwann auch die deutsche GmbH aufgelöst und ist alles aus Schweden gemacht. Also es gibt es noch. Also wenn man jetzt auf Amazon danach sucht, findet man dann noch dazu was, aber da bin ich überhaupt gar nicht mehr drin und gar keinen Kontakt mehr und weiß gar nicht, wie und wo und was sie damit machen.
Ja. Wie war das Gefühl? War das Befreiung oder war es Trauer oder wie empfindet man so einen Moment, wenn man so eine Firma verkauft? Für mich war das die totale Befreiung, weil ich eben Ja. in den Jahren davor schon gemerkt habe, okay, das ist es nicht mehr. Ich möchte das Amazon-Spiel nicht mehr machen. Das ist nicht meine Welt. Das war dann auch noch so ein paar Themen wie Thema Nachhaltigkeit. Okay, wir produzieren in Asien und schicken nach Deutschland. Dazu auch noch waren wir halt so die Experten für Echtlederwaren und dachte mir, nee, ich möchte eigentlich nicht. Das ist auch nichts. Also, das waren halt viele Dinge, die dann nicht mehr das waren, wo mich so richtig wohlgefühlt, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ich habe schon gemerkt, okay, ich möchte eigentlich was anderes machen. Ich möchte in einen anderen Bereich gehen. Und als ich dann 2018 entschieden habe und zu Kai gesagt habe, hey, ich möchte raus, und wir das dann 2019 dann wirklich auch finalisieren können, war für mich pure Erleichterung. Es war einfach richtig, richtig schön, weil ich dann sage, okay, jetzt kann ich das abgeben, und kann mich neuen Dingen widmen. Und weil das war für mich echt schwer, auch mit Kai, weil er wollte da dabei bleiben und so. Und deswegen war das dann echt total schön, wie sich das dann entwickelt hat. Was macht denn Kai heute? Er ist da jetzt auch raus, und ist aber auch im E-Commerce geblieben und ist jetzt Geschäftsführer bei Bonaventura. Die machen auch Handyhüllen, aber auch vor allem Handtaschen. Das ist eine Hey, japanische cool. Firma, die sind da riesig und gehen da jetzt in Europa rein. Und der ist, glaube ich, in Europa einer der Verantwortlichen, das quasi in E-Commerce oder auch in stationären Handel zu Also bringen. er ist dem E-Commerce treu geblieben, er hat da Er ist sein dem, Thema genau. gefunden, ja, Er ist und da für noch dich war es eine drin. Station, ja. Genau. Hey, voll spannend, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit auch mit so einem Projekt, egal wie gut es am Ende läuft, dass man das Projekt trifft, was man dann irgendwie jahrzehntelang oder so macht, ist relativ unwahrscheinlich, ne? Ja, total schwer, glaube ich. Weil wir reden ja viel über Erfüllung und sowas, und es ist total schwierig, das zu erkennen, okay, was ist eigentlich, was erfüllt mich denn, was ist eigentlich sinnhaft und so. Und dafür gibt es halt auch immer Phasen, und ich glaube, vor allem in jungen Jahren ist Erfüllung gar nicht so, steht gar nicht an oberster Stelle, sondern erstmal Erfolg. Und das ist häufig so, die ganzen Purpose-Themen, die kommen einfach dann viel, viel später, wenn man älter ist, wenn Kinder da sind und so. Und dann sagt man, okay, ich orientiere mich neu, und das ist wahrscheinlich auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Was mich natürlich noch extrem interessiert, Jörg, ist so Thema Produktivität, wie du auch so deinen Arbeitsalltag irgendwie organisierst. Ich habe da so den einen oder anderen Tipp von dir immer mitgenommen. Witzig fand ich auch die Idee, den Wecker auf so ungerade Zeiten zu stellen. Na, und sowas ist auch, wo ich mich erwische, keine Ahnung, wo man sich so bei Radiofrequenzen oder so bei Temperatureinstellungen im Auto, wenn da 21 statt 22 steht, dass das einen irgendwie schon so ein bisschen nervös macht. Na, kannst du ein bisschen zu diesen witzigen Sachen erzählen und vielleicht auch, wie du heute dich irgendwie organisiert hast? Weil ich kann mir vorstellen, als Vater geht man dann noch mal deutlich effizienter an die Themen ran als vorher, ne? Gerne. Also erstmal, um das aufzulesen mit den krummen Uhrzeiten. Also ich stehe immer zu einer, also meistens 5.03 Uhr oder 6.03 Uhr auf. Also das bis Punkt 3 und also oder ja, 3 Minuten nach. Und das war nicht immer so. Früher ging bei mir nur, was weiß ich, 6 oder 6.15 Uhr oder 6.30 Uhr. Und ja, meine Frau hat das mit in unsere Beziehung gebracht, so das Krumme. Und am Anfang fand ich das total komisch. Und jetzt habe ich das aber lieben gelernt, weil ich festgestellt habe, ich war auch so wie du und habe immer, was weiß ich, bei der Lautstärke immer auf 22, das musste immer was Gerades sein. Und habe mir gemeint, nee, warum, was soll denn das eigentlich? Krumm ist genauso cool. Und das ist jetzt für mich eher so eine Erinnerung, dass das vermeintlich nicht Perfekte genauso gut ist. Und darum geht es. Es ist letztendlich so eine Mini-Coaching-Einheit. Also ich habe zum Beispiel auch in der Küche, wir haben einen Backofen und darüber ist ein Dampfgarer. Beides haben eine Uhrzeit. Und früher, ich sag mal, der alte Jörg, der hatte beide Uhrzeiten synchronisiert, weil das einfach nicht funktioniert. Und heute mache ich das bewusst, dass die 1, 2 Minuten unterschiedlich gehen. Einfach, warum nicht? Ist ja auch cool und ist alles gar nicht so relevant. Wehrt sich da heute noch irgendwas in dir oder ist das in Fleisch und Blut übergegangen?
Gar nicht. Ich würde mal eher sagen, dass ich jetzt vielleicht auf die andere Seite des Pferdes gekippt Ah. bin, dass ich jetzt nicht mehr 22 Uhr einstelle oder 20, Yeah. nee, also 22 bei der Lautstärke oder 20 einstelle, sondern dass ich jetzt denke, oh, das ist ja komisch, ich kann das ja nicht machen. Also ich bin eher so, aber damit spiele ich jetzt auch immer und denke, also es ist eigentlich Geil. jetzt eher so, es ist eigentlich alles gut, so wie es ist. Also Ja. wenn es sich laut genug anfühlt, dann ist es genau richtig. Ja. Genau. Und genau. Und zu den anderen Geschichten, Produktivität, wie organisiere ich mich? Gut, das ist ein großes Thema, weil es natürlich viele Facetten des Alltags betrifft. Also ich habe ja eins schon angekündigt, dass ich sehr, sehr konsequent bin, was die Handynutzung angeht. Also wirklich viel mit dem Flugmodus arbeitet und im Büro liegen lasse. Und wirklich so als Akt der, okay, und jetzt bin ich raus. Und dass ich sage, okay, ab 17:30 Uhr bis zum nächsten Tag braucht mich niemand erreichen, beziehungsweise antworte ich dann. Und was weiß ich, so der engste Familienkreis hat auch die Festnetznummer, falls irgendwas eskaliert oder brennt oder sowas. Das ist eine Sache. Dann versuche ich, viel auch in so Blöcken zu arbeiten. Also wirklich Dinge zu batchen. Also angefangen zum Beispiel bei Arzttermin, dass ich sage, okay, ich mache einfach meine Arzttermine jetzt für das kommende Jahr einfach aus. Also wenn ich so regelmäßige Checks habe, so Blutchecks Ah, oder so, weil ich ja. dann weiß, dann habe ich einmal die Das ist Ärztin clever. angerufen. Und habe dann einmal mit dir gesprochen und habe dann auch die Termine, die ich will. Also das kann man auch zum Beispiel beim Friseurtermin machen. Wenn du jetzt weißt, okay, ich gehe alle 6 Wochen oder 8 Wochen zum Friseur, dann mach doch mal die Termine fürs nächste Jahr aus, weil dann hast du den Termin. Ich will zum Beispiel beim Arzt immer den ersten Termin am Morgen haben, weil dann weiß ich muss nicht warten. Dann komme ich da einfach hin, zack, kann ich loslegen. Genauso auch, wenn viele Paare haben zum Beispiel so ein Date einmal im Monat oder sowas, den empfehle ich auch immer und sage, okay, mach dann bitte die Termine jetzt für das ganze Jahr im Voraus aus und wenn ihr da essen geht, dann entscheidet jetzt, wohin ihr essen geht und ruft dann an, gleich, dass ihr den Platz habt. Dann habt ihr das wirklich komplett schon mal organisiert, dann habt ihr den Cool. schönen Platz zu zweit am Fenster oder draußen oder wie auch immer und dann ist es halt einfach mal ein Jahr lang von der Agenda. Das sind solche Sachen. Also es sind wirklich so alltägliche Sachen. Wir bestellen alles beim Rewe-Lieferdienst. Das ist auch so eine Sache. Wir kochen hier immer alles. Und wir sind fünfköpfige Familie. Das heißt, wir brauchen unfassbar viele Sachen, auch frische Sachen. Früher hat mich das immer wirklich einmal die Woche 90 Minuten gekostet, einkaufen zu gehen für alle. Und heute bestellen wir halt alles. Und das ist halt wirklich, schafft so viel Zeit, was krass ist. Also ich überlege halt immer, was muss ich, also anders, ich überlege mir halt immer, will ich gar nicht mehr in meinem Leben haben? Also schlechte Gewohnheiten, was weiß ich, wie Instagram auschecken oder sowas. Da haue ich dann einfach Instagram runter und gucke dann halt einmal im Monat, bewusst lade ich mir runter, gucke da drauf, ob mir jemand geschrieben hat oder so. Was kann ich automatisieren? Wie jetzt so ein Stück weit, oder wie zum Beispiel ein Rasenmäherroboter, was ich mir dann irgendwann angeschafft habe. Und was kann ich delegieren, wie jetzt beispielsweise den Einkauf zu machen? Also das sind solche Themen. Und dann, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich so in Zeitblöcken arbeite. Mal angenommen, ich möchte Telefonate machen mit ein paar Leuten, dann versuche ich die nicht über die Woche zu verteilen, sondern halt wirklich gebatcht in 2, 3 Stunden zu machen, dass ich halt einfach in dem Modus bin, telefonieren. Und dann gehe ich vielleicht auch spazieren in den 2, 3 Stunden und mache das dann. Und also wirklich in so Zeitblöcken arbeiten. Genauso auch wie E-Mails, dafür Zeitblöcke zu machen, okay, morgens und abends und also am Ende des Arbeitstages und vielleicht nochmal mittags eine Viertelstunde und nicht immer das E-Mail-Programm offen zu haben. Also das sind so viele so Kleinigkeiten, was dann zu einer aus meiner Sicht höheren Produktivität führt. Witzig, weil das so eine gute Erinnerung war mit dem Rewe-Lieferservice, dass ich gerade nebenbei gucken musste, ob es das bei uns auch gibt, weil ich noch weiß, in Hamburg haben wir da auch immens viel Zeit gespart, weil ich jedes Mal dachte, in den Supermarkt zu gehen, wie viel Zeit es kostet. Und es ist ja auch kein Erlebnis, wo man dann sagt, Mann, hat das wieder Spaß gemacht. Na. Ja, also das stimmt gar nicht. Ich gehe voll gerne, aber bei mir ist es dann so, ich stöber dann gern und entdecke neue Dinge und sage, ah, oh, hier ist ein neues, keine Ahnung, Bio-Leinöl kann ich mal ausprobieren und sowas. Also ich entdecke dann und brauche dann Ach, du sogar verlierst tendenziell dich noch dann in länger. den Gängen, ja. Ich kann mich da auch gerne verlieren, aber es dauert halt echt viel Zeit und
Und die machen das sogar noch besser als ich. Also ein Beispiel, die haben halt einen gekühlten Wagen. Und wenn wir jetzt im Sommer Eis bestellen, dann kommt es halt einfach gekühlt. Und wenn ich das selber kaufe, dann ist es halt auch nicht mehr so gekühlt. Dann viel mehr Stress. Und deswegen funktioniert das super gut. Und ich bin mega dankbar, seit dass das, glaube ich, seit 1,5 Jahren bei uns gibt. Und ja, jede Woche folgt die Bestellung. Ja, voll gut. Ja, da muss ich auch ran. Und sag mal, wenn ich auf eure Mindset-Movers-Seite irgendwie gehe, dann seid ihr ja schon ein paar Leute, ne? Wie habt ihr euch da intern irgendwie organisiert? Gibt es da irgendwie regelmäßig Meetings oder wie macht ihr das? Genau, also jetzt fairerweise, um das ganze Bild offen zu legen, wir waren da schon optimistischer. Also das mit dem Sales-Zyklus hätte ich gedacht, geht schneller und hatten schon ein größeres Team, waren Ach, schon krass. 20 Leute und haben gesagt, nee, das funktioniert nicht, wir müssen wieder zurückfahren, wir sind zu viele Leute, auch für die Entwicklung. Und jetzt haben wir jeden Tag ein Check-in für 15 Minuten und dann sprechen wir, okay, wer arbeitet woran und vor allem auch mit die Frage, hey, was brauchst du von jemandem anderem aus dem Team, um wirklich weiterarbeiten zu können, um einfach die Dinge schnell zu klären. Und was wir machen, wir arbeiten jetzt immer in so Mini-Sprints, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns ein Thema und 3 Tage beispielsweise und schließen das Thema dann ab. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über einen neuen Funnel reden, sagen, okay, dann sprechen wir in den 3 Tagen, okay, über den Funnel, wie sieht die neue Landingpages aus, was für Angles testen wir in den Ads und so weiter und so fort. Also gehen da komplett ran mit dem ganzen Team und so, dass wir das nach 3 Tagen abschließen können, dass die Landingpage steht, dass der ganze E-Mails stehen im Idealfall und. Genau. Hey, das ist cool. Auch gerade mit den täglichen Check-ins oder so, das hat man auch immer wieder gehört, dass es irgendwie eine gute Methode ist, um sozusagen alle zu synchronisieren und auch ein Stück weit zu führen, ne? Habt ihr das irgendwann entlang des Weges erst eingeführt oder von Tag 1 irgendwie Nee, wir haben da etabliert? ganz, ganz viel gemacht. Also eigentlich früher haben wir es so ein Daily Huddle genannt, und hatten auch eine klarere Struktur darin. Da sind wir jetzt ein bisschen abgewichen, einfach um nochmal ein bisschen schneller zu sein. Haben wir da auch ausprobiert. Aber nee, das haben wir eigentlich immer schon gehabt. Einfach weil vor allem wir sind halt komplett Remote-Firma und das ist halt dann total wichtig, um Dinge halt anzusprechen. Also wirklich sagen, hey, ich brauche noch hier von dir die Grafik, damit ich weitermachen kann, sonst kann ich die Landingpage nicht finalisieren. Und das ist halt einfach dann total wichtig, das einfach kurz anzusprechen und sagte, ah ja, klar, habe ich dir, kriegst du in 10 Minuten. Und genau, oder hier kannst du mal in die Nachricht schauen, die scheint, ist dir vielleicht untergegangen, ist für mich total wichtig, dann kann ich da weitermachen, dann kann ich dem Kunden eine Rückmeldung geben. Und das ist dann halt einfach für uns total hilfreich. Ja, voll gut. Und kannst du dir das aber langfristig sozusagen vorstellen, dass das wirklich auf, keine Ahnung, 20, 50 oder 100 Mitarbeiter irgendwie in den nächsten 15 Jahren wächst? Oder ist es etwas, du überlässt es dem, wie sich das irgendwie insgesamt weiterentwickelt? Das ist auf jeden Fall mein Wunsch, dass das eine große Firma wird. Also jetzt nicht, weil ich ge geil darauf bin, ein Unternehmen mit vielen Menschen zu haben, sondern weil ich weiß, dann sind wir wirksam. Also weil dann ist natürlich, dann ist quasi das, dient es der Zielerfüllung letztendlich. Dann sind wir wirksam, dann können wir mehr machen und wir haben total viele Ideen, was wir alles noch machen wollen. Und da werden wir Menschen dafür brauchen. Ja, ich bin überzeugt und hoffe, und dass es eben alles so wird und viele Menschen werden dann ein Zeichen von Umsatz und dass es funktioniert und dass wir ganz viel bewirken können und Ja, auch das zeigen ist ein können. voll, ja, das ist ein voll ein schöner Gedanke, weil man natürlich dann auch mehr Ressourcen hat, mehr Möglichkeiten hat, irgendwas in der Welt sozusagen verändern, aber nicht um der Anzahl der Mitarbeiter wegen, um anderen Leuten zu zeigen, was man Tolles irgendwie aufgebaut hat, sondern aus diesen, ja, Wirkungsgedanken finde ich extrem cool. Und was man ja wirklich sagen muss, Jörg, wenig Leute auch bis heute irgendwie kennengelernt, die so Remote-Firmen irgendwie aufgebaut haben. Ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie schon angekommen im Mainstream, aber wenn man das irgendwie immer noch in Stellenbeschreibungen schreibt,
dann kriegt man da immer noch Bewerbungen von Leuten, die sagen, ey, das ist so selten immer noch, das ist irgendwie verrückt. Gab es da eine Überlegung, dass ihr das irgendwie wirklich als Büro irgendwo aufbaut oder war das dadurch, wo ihr sitzt, sozusagen eine Überlegung, das ist gar nicht eine Option und ihr wollt es auch einfach remote machen? Genau, also Bäckerwein haben wir 2011 gegründet und da war auch für mich und Kai klar, dass ich wieder zurückziehe aus München in meine schwäbische Heimat und Kai kommt eben aus Rostock an der Ostsee. Also viel weiter kann man in Deutschland nicht auseinander sein. Dann haben wir gesagt, okay, das muss remote funktionieren. Das haben wir so gemacht. Und jetzt bei Mindset Moment ist es genau das Gleiche. Ich wohne eben in Biberach zwischen Ulm und dem Bodensee und mein Mitgründer Arne, der wohnt in Ratingen, also bei Düsseldorf in NRW. Also das funktioniert auch nicht. Und das werden wir oder war schon immer so klar. Vielleicht würden wir oder werden wir irgendwann mal so ein Hub machen, dass wir sagen, okay, hey, da haben wir einen Ort, an dem wir zusammenkommen können, wo wir dann sagen, okay, hey, da kommen wir mal 2, 3 Tage im Monat zusammen irgendwie und den restlichen Tagen nutzen wir das anderweitig. Das kann ich mir gut vorstellen, weil Remote ist toll, hat aber auch Nachteile. Und vielleicht können wir dann so quasi das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenbringen. Ja, Hub ist ein schöner Gedanke, dass es so einen Ort gibt, wo man sich irgendwie treffen kann und auch zusammenarbeiten kann, aber trotzdem sozusagen, ja, wie ein kleiner Taubenschlag. Ja. Genau. Ja. Ja, das ist voll der gute Gedanke. Remote Work haben wir auch. Irgendwelche, wirst ja wahrscheinlich auch, du hast vorhin erzählt, sozusagen Bücher gelesen haben, Günther Faltin und so. Gibt es ein Buch, was du jedem empfehlen würdest, der heute zuschaut oder zuhört, das er gelesen haben muss? Also gelesen haben muss, weiß ich nicht. Was ich total gerne gelesen habe und auch gerne verschenkt habe, war das Buch der Freude. Das ist Oh, auch von noch nicht gehört. Ja. Desmond Tutu und Dalai Lama. Die zwei haben sich mal zusammengetan und über Freude geredet. Und was braucht es dafür, um Freude im Leben empfinden zu können? Cool. Also einfach ein total schönes Buch. Auch einfach das, was wir eingangs waren, geredet haben. Hey, wie bei allem, was uns im Leben so widerfährt, wie können wir quasi dankbar sein? Und das Buch ist da ein total schöner Blick drauf. Und dann, was ich auch total cool finde und auch total oft empfehle, ist von Craig McKeown. Im Englischen heißt es Essentialism. Also da geht es halt letztendlich um wirklich ja weniger und dafür besser zu haben. Also wirklich, was brauche ich? Was brauche ich in meinem Kleiderschrank? Was ist da wirklich relevant? Was ist wichtig? Und sowohl privat wie auch beruflich. Wozu sage ich ja? Und ich glaube, da habe ich auch das mit dem Nein sagen gelernt, mit dem Wertschätzen und so weiter. Also das ist auch ein großartiges Buch, um sich mehr im Leben zu fokussieren, beruflich wie privat, auf die Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind. Ja, das ist wirklich eine super gute Empfehlung. Das muss ich auch sagen. Das Buch habe ich auch immer gelesen und dachte mir so krass, selten ein Buch gelesen, was so klar irgendwie war, auch es cool vieles illustriert hat, sodass man sozusagen es greifen konnte. Also ja, kann ich Was, nur auch ans Herz legen. ein Beispiel, woran ich immer wieder denke, er bringt das Beispiel mit, ich glaube, Süßigkeiten. Er hat gesagt, glaube ich, das, ich glaube, das steht im Buch oder ich habe es in einem Podcast von ihm gehört. Er hat gesagt, okay, stell dir mal vor, du gehst jetzt in den Laden rein und kaufst ein Päckchen Gummibärchen oder Süßigkeiten, irgendeine neue Sorte, weil du denkst, die sind geil. Und dann isst du die und merkst du nach 2, 3, die schmecken nicht. Und was ich so in mir drinne hatte, so, hey, du hast es gekauft, na, du isst es auf, egal ob es dir schmeckt oder nicht. Und er sagt, hey, was ist das für ein Blödsinn? Was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Du quälst dich jetzt weiter, obwohl dir es nicht schmeckt. Und die Alternative wäre, hey, gib es doch entweder einfach weiter. Und irgendjemand findet sich dafür. Und Worst Case wäre wegschmeißen, was ich aber nicht cool finde. Ich mache das zum Beispiel auch nicht bei Dingen, die angebaut worden sind. Also jetzt bei Süßigkeiten, finde ich das nicht so schwerwiegend, wenn man das jetzt selber nicht aufisst. Aber einfach sag, hey, dann quäl dich doch nicht mehr und gib's weiter. Und das finde ich einfach so, einfach vom Mindset her so stimmig. Sagen, hey, stimmt, warum soll ich mich da weiter quälen? Ich frage einfach jemanden, der das viel lieber mag als ich. Hey, ist so witzig, ich hatte mal einen Freund, der war irgendwie im Urlaub und hat ein Airbnb gebucht, was irgendwie blöd war, ne? Also wo sie keine Freude hatten und ist dann aber konsequent da eine Woche geblieben. Na.
Also, und da dachte ich mir auch so, es würde in meiner Welt niemals passieren. Ich habe mittlerweile schon 3, 4 Mal oder so das wirklich gemacht, wo wir hingefahren sind, entweder umgebucht habe oder zurückgefahren bin, weil ich gesagt habe, ey, das ist meine Lebenszeit, ist nicht wert. Ne? Und da dachte ich mir auch diese Konsequenz so, ja, ich habe das jetzt gebucht, jetzt muss ich das durchziehen, auch wenn das Erlebnis blöd ist. Ja, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Ne? Haben wir auch schon gemacht. Wir sind mit den Kindern an Gardasee gefahren, waren dann in Unterkunft und die war einfach super laut. Die war direkt an der Straße dran. Und wir haben gesagt, das funktioniert nicht. Eine Woche, das ist kein Urlaub. Und dann haben wir gesehen, da drüben ist ein richtig schickes Hotel. Sind wir rübergelaufen, haben wir versucht, einen Deal rauszuhandeln. Und dann sind wir halt einfach nach einer Nacht umgezogen. Und dann haben wir halt Cool. einfach versucht, mit beiden zu kommunizieren, wie wir da rauskommen günstig und kommen wir da günstig rein. Und aber das ist einfach nicht wert, wie du sagst. Ja, das ist wirklich nicht wert. Und das ist ein cooles Ding. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Buch einen guten Anstoß dafür gibt. Gibt es so irgendwie ein Tool auf dem Computer, irgendwie Software oder so, die du täglich nutzt, die dir irgendwie hilft, dich zu organisieren oder die du gerne einfach jeden Tag irgendwie nutzt? Gibt es da was? Ja, was ich total empfehlen kann, ist auf dem iPhone oder es gibt es mit Sicherheit auch auf Android, aber auf dem iPhone ist die App One Sec, also wie One Oh, auch noch Second. nicht gehört. Ja. Es ist mega, vor allem für alle Leute, die wirklich bewusst ihr Smartphone bedienen wollen. Und zwar, was die App macht, ist, wenn du eine App einstellst, also du kannst dir vorher einstellen, bei welchen Apps soll die One Sec App getriggert werden, zum Beispiel Safari oder Instagram oder sowas. Und du kannst dann einstellen, jedes Mal, wenn du auf die App klickst, zum Beispiel auf Instagram, dass dann erstmal so für 6 Sekunden einen schwarzen Balken so hoch und runter fährt und sagst, okay, und jetzt atme mal tief durch. Und für 6 Sekunden. Cool. Und dann stellt sich die Frage, okay, bist du sicher, dass du wirklich jetzt gerade Instagram nutzen willst? Und dann sagst du ja oder nein. Und das ist halt Geil. total cool, weil du dadurch halt das unbewusste Surfen auf dem Handy reduzieren kannst. Und ich habe das dann auch so eingestellt, dass jedes Mal, wenn ich reingegangen bin, sollten die Sekunden also um 1 erhöht werden oder um 2 erhöht werden innerhalb von 24 Stunden. Also dass es jedes Mal länger wurde. Und einfach um mich zu disziplinieren. Und das find ich eine phänomenale App, weil ich da einfach total viel Bewusstheit dafür bekommen habe, wie ich eigentlich mit dem Handy umgehe. Stimmt, gut, dass du das sagst, weil ich glaube, vieles ist ja wirklich unbewusst, ne? Also dieses, du hast so kurz Langeweile oder einen Moment, zack, ist das Handy draußen und schon guckt man sich irgendwas an, was völlig irrelevant ist, ne? Ja, oder du wartest kurz beim Bäcker, ziehst es kurz raus, um Ja. dir die halbe Minute zu vertreiben. Und dann stellst du dir, hey, echt jetzt? Muss ich Ja. jetzt wirklich aufs Handy schauen oder kann ich mich hier einfach umschauen, guck mal, wie das hier abgeht oder einfach quasi den Moment irgendwie wahrnehmen, Genau, ja. anstatt mich jetzt wieder irgendwie abzulenken, nur weil ich jetzt mal ein paar Minuten warten muss. Herr Fagutsche, schreibt man das mit einer 1 oder mit einer 1? Nee, ausgeschrieben, Okay, one one. sec. Dann werde ich das direkt mir auch, glaube ich, im Das Nachgang ist mega. runterladen. Ja, voll gut. Jörg, ey, vielen, vielen Dank dir, ne, für alle Leute, die vielleicht in deine Welt sozusagen reinschnuppern wollen, ne, bei den Mindset Movers oder mit dir irgendwie in Kontakt treten wollen. Wo erreicht man dich denn am besten? Ach, am besten erreicht man mich auf LinkedIn, da bin ich Mhm. aktiv. Da findet ihr mich, könnt mir aber auch eine Nachricht schreiben an jörg@mindsetmovers.de, ist auch völlig fein für mich, ich antworte. Und genau, freue mich. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe super viel mitgenommen. Na, es hat sehr Total geholfen, gern. auch deine Reise sozusagen zu sehen. Na, also vielen, vielen Dank dir. Ich danke dir, war ein schönes Gespräch. Dankeschön.